Hier fehlt aber noch irgendwie was, ne? Vielleicht pflanze ich hier einen Baum. Vielleicht so einen großen Baum oder so. Weiß ich noch nicht. Vielleicht mal einen Dschungelbaum. Ah ne, das sieht hässlich aus. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Warte mal, können wir nicht hier... Was ist denn da drinne? Ist das Aluminium? Dann könnte ich nämlich hier die Dinger noch reintun. Und hier den Block noch weiter erhöhen. Und dann aus dem Block irgendwie Aluminiumbarren machen. Und hier Juju Matter noch produzieren. Ihr wisst Bescheid. Kann man da auch Holz reintun? Also normales. Ja, Tatsache. Geht auch. Ich probiere mal ein bisschen. Wie schnell das zunimmt. Aber wahrscheinlich sehr langsam. Naja. Okay, also hier ein Baum hin. Wahrscheinlich, warte mal, ich guck mal nach diesen komischen Riesensetzlingen, also die Darkwood-Setzlingen oder wie die hießen. Das hier, glaube ich, ne? Und guck mal, die produzieren 250 EU im Generator und die hier 750. Ey, das ist ja scheiße. Guck mal, die produzieren genauso viel wie die. Da hätte ich doch von Anfang an lieber die Bretter genommen. Wie dumm war ich denn da? Da habe ich die ganzen Loks reingetan. Da hätte ich das Vierfache gehabt. Wenn ich die Bretter reingetan habe, hätte. Alter, das sehe ich jetzt erst. Habt ihr euch wahrscheinlich einen Facepalm gegeben, auch zu Recht. Mann, das ist ja dumm gewesen, ey. So, ich setze ihn mal da hin. Mal sehen, ob er was wird. Haben wir hier dann so einen fetten Baum. Und ich hoffe mal, da macht er... Ah ne, die Bäume machen ja nichts kaputt, ne? Wenn nicht, muss man ein bisschen verschneiden, ne? Warte mal, wie groß ist denn der hier? Ja, die sind auch, wie man sieht, unterschiedlich. Ja. Hinten haben wir einen Dschungel. Und ich finde es schön, dass unser Jetpack immer aufgeladen ist durch den Solarhelm. Also der Solarhelm war wirklich... Eine Investition, die sich gelohnt hat. So. Und ich brauche jetzt noch ein paar Iridium-Dinger. Und dafür brauche ich halt Juju Matter. Aber ich kann das doch nicht aus Holz machen. Gibt es noch irgendwas anderes, was produzieren kann? Vielleicht noch Lava-Eimer. Vielleicht kann man die in den Generator tun. 20k EU. Und das hier 750 EU, ja gut, ne, ist ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Vielleicht nehmen wir das dann einfach mal. Ja, gut, nur noch mal zur Randinfo jetzt auch. Ich wollte noch mal sagen, ich werde die Folgen ein bisschen kürzer machen wieder. 6%, Alter, krasse Scheiße, wie das hier vorangeht. Ja, also wie gesagt, ich werde ein bisschen kürzer machen wieder die Folgen, wieder so 14 Minuten. Wird jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich wieder öfter so sein, weil ich einfach wenig Zeit habe. Gut, in der nächsten Aufnahme kann ich sie wieder 15 Minuten machen vielleicht. Wieso mache ich dann nur einen Eimer? Ich will, warte mal, ich will mal ein bisschen Lava holen. Dann mache ich mir mal ganz viele Eimer. Oder warte mal, ich mache mir erstmal nicht ganz so viel, erstmal nur 5. Wir haben doch bestimmt noch ein paar, oder? Lava oder Eimer, einfach nur hier haben wir nochmal 5, Sister. Und hier auch, Bucket of Force. Ah, die machen nur MJ. Also kein EU. Ja, schade. Da müssen wir das dann so machen. Ich hole mir erstmal ein bisschen Lava. Kohle wollten wir uns auch noch besorgen, vielleicht nehme ich die gleich mit. Gut, mit der Spitzhacke ist ja natürlich nicht so schön. Wie hatten wir eigentlich letztens, hatten wir nicht so Kohleerze auch? Hatte ich nicht vorhin so Kohleerze gesehen? Na, ich weiß es nicht. Oder verwechsel ich da jetzt hart irgendwas? Ich glaube, das war auf irgendeiner privaten Map oder so. Wo ich dann eine Behutsamkeitsspitzhacke hatte, die hatte ich ja hier nicht. So, mir ist letztens auch aufgefallen, ich
Meine Stimme ist immer kratzig ein bisschen. Ich muss mich mal öfter räuspern in der Aufnahme. Das fällt mir nicht immer auf, manchmal zwar schon, aber meistens gar nicht mal so sehr. So soll, genau. So soll das nicht sein, würde ich mal sagen. Wo hatten wir Lava? Ich werde mal unsere Schlucht gucken. Na gut, da ganz hinten in die Schlucht, da will ich jetzt nicht hinfliegen, weil das wieder ewig lange dauert. So, aber hier in der Nähe, da vorne oben auf der Karte sieht man schon, da ist die Schlucht. Und da gehe ich jetzt mal hin. Ich habe ja auch keine Lava mehr, ne? Außer hier vielleicht noch so ein einer Spot. Na, dann werde ich mal in den Nether gehen, wahrscheinlich. Oder haben wir hier noch? Da ist noch was. Hier oben. Okay, die haben wir. Ich flieg mal hier raus. Mal sehen, wo wir ankommen. Aha. Na komm, da gehe ich mal in den Nether. Und hol mir da mal ein bisschen was an Zeug. Mensch, dieses schöne oldschool blaue Wasser. Ist auch irgendwie geil, ne? Also irgendwie finde ich Minecraft schon noch schön. Also muss ich nur sagen, so. Auch so vom historischen Wert her. Also das heißt so, von vor 2, 3 Jahren hat man einfach schöne Erinnerungen. So. Okay, kommt einem vor, als hätte man unendlich da unten, aber man weiß, dass es nicht unendlich sind und hier hat irgendwer randaliert. Und ja, ich weiß auch nicht, ob man den Eimer zurückkriegt. Boah, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Natürlich wieder die scheiß Spinnen da. Sterben die im Wasser? Ach nee, natürlich nicht. Blazes zum Beispiel sterben im Wasser. Weil sie aus dem feurigen Nether kommen. Aber zum Beispiel Zombie-Pigmen sterben ja auch nicht im Wasser. Die mögen das. Ach, das ist gar nicht so ein Baum. Ach, guck mal, was hat denn der? Das ist ja ein Potash Apple. Was denn das? Oh. Ja gut, ne? Immerhin hat er mir einen Hungerpunkt aufgefüllt. Und die paar Sekündchen da poison, das ist nicht so schlimm. Kann man eigentlich Redstone? Ah ne, das geht nicht. Immer nur wenn das hier angezeigt wird. Ah ne, das geht gar nicht, scheiße. Oder kann man da so Lava zähnen? Also so mit Lava-Dingens. Wo haben wir diese Zähnen? Diese Tin-Dingens-Bums. Ah hier, Empty Cell, Lava Cell. Was steht da? 20k EU, also genau dasselbe. Na, die gehen auch nicht hier rein in den Generator. Gehen die hier irgendwie rein? Nee. Oh ne, da oben kommt ja das Zeug raus. Da kann es ja gar nicht. Ach so eine Scheiße. Geht das da nicht? Komm, Hopper, du schaffst das. Du kriegst das reingequetscht. Nee, anscheinend nicht. Vielleicht muss man das irgendwie umwandeln. Ich kenne mich nicht aus mit den ganzen Mods. Ich weiß auch gar nicht, das müsste ja hier. Wie der Mod heißt, boah, keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall, wenn wir unsere Rüstung craften wollen, brauchen wir Yuyu-Matter. Und zwar richtig arschviel. Wie heißt denn die Rüstung? Quantum, genau. Schon ganz vergessen, Mann. Ich stehe wieder neben mir ein bisschen. Kann man ja erstmal die Nano-Suit-Rüstung machen. Die geht ja noch. Haben wir ja Carbonplatten und Energy Crystal. Und den machen wir so. Und die scheiß Carbonplatten, ne? Das macht mich so wahnsinnig. Na, das will ich nicht. Wie macht man nochmal Copper Dust? Ach so, mit Kohle im Pulverizer. Pulverizer. So richtig wie sächsisch oder wie das. Ach, keine Ahnung. So. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder Kohle. Nicht der Pulverizer, der. Hä?
Oder wo? Extractor. Hä, wo ging denn Kohle? Ach hier, Macerator. Mensch. Jetzt verwirr mich nicht so. Kann man hier Lava zählen? Ach so, da ist noch Energie drin, ne? Steht das da, wie viel Energie? Nee. Alter, wie viel Energie hier noch drin ist, ne? Warte mal. Ah, jetzt ein bisschen weg. Ah, nee, Hilfe. Immer schön mit Redstone oben halten. Electric Furnace. Kann man hier Lava zählen? Ach, hier gingen die rein. In den Geothermalgenerator. Na toll. Die bringen ja fast gar nichts. Ach so, hier kannst du so eine Lava-Anzeige auffüllen. Auch noch zusätzlich. Interessant. Okay. So, dann farm ich jetzt mal ein bisschen Kohle, weil die brauchen wir. Und währenddessen können wir wieder ein bisschen reden. Über dies und das, Ananas. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Rüstung vorbereiten. Und ich habe wirklich null Bock, das zu automatisieren. Ihr merkt das schon. So, ich werde dann einfach nochmal unsere Höhlen abklappern und da nach Kohle suchen. Jetpack habe ich an, okay. Fackeln, 3, krass. So. Hier haben wir keine Kohle, ach doch, da, guck mal. Ja Mensch, ne? Hier geht's schon los. Hat hier noch einer gebaut? Nee. Ich dachte schon, Gomme oder so war auf dem Server. Und will mich trollen. Nee, natürlich nicht. Als ob ich mit dem auf einem Server zocke. Das passiert ja nicht mal, wenn ich bei Gomme HD auf dem Server bin. So, warte mal. Der ist weg. Okay, hier ist noch Silber. Braucht kein Mensch. Ja Mensch, ne, warte mal. Ach, das ist eine Mine. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon, wie schnell ich mich reinlegen lasse, ne? Ist auch unfassbar. Bisschen Copper immer mitnehmen, da hat man auch nicht mal viel. Um nicht zu sagen, arsch wenig. Yes, die Kohle war da oben. Jo, wahrscheinlich schießt er. Wo ist er? Na gut, ich kann mich eh retten mit dem Jetpack. Hä, von wo? Ey, ich will meine Kohle abbauen. Wo ist denn der? Junge, im Ernst? Ich mach dich Messer. Haben wir hier jetzt die Kohle? Ah, hier liegt sie rum. Rotstein brauchen wir auch wieder. Den verbrauchen wir ja ständig. Ja Mensch, was wir hier noch alles rausziehen können aus der Schlucht, das ist auch unfassbar. Guck mal hier, da haben wir auch noch Redstone. Ja, warte mal, ich muss mal hier in meinem Buch gucken, ob ich da irgendwelche Themen noch habe. Weil ich brauche ja noch welche. Ah, hier stehen ein paar, gut. Dann... ach, scheiße. Nee, steht doch nichts mehr, die habe ich alle schon abgearbeitet.